Engel. Hiobs Botschaft. Brandland. Jubiläumsausgabe. Dritte überarbeitete Neuauflage 2004. Geschrieben von Severin Rast und Oliver Hoffmann. Erschienen bei Feder und Schwert. Gelesen von Mario und Koali. Kapitel 15. Wenn Unrecht klebt an deiner Hand, entferne es. Und lass nicht Schlechtigkeit in deinem Zelte wohnen. Dann kannst du makellos deine Augen erheben. Fest stehst du da und brauchst dich nicht zu fürchten. Hiob, Kapitel 11, Verse 14 und 15. Eliphas stand fassungslos in der Tür der Baracke, in der seine Rotte untergebracht war. Alle 14 Männer und Frauen, die nach den Verlusten ihres letzten Beutezugs noch übrig geblieben waren, banden sich in Krämpfen auf den Betten. Was auch immer dieser Fremde, Eliphas glaubte nicht, dass er wirklich Karl hieß, ihn ins Bier geschüttet hatte, war ihn ganz und gar nicht gut bekommen. Mit einem gurgelnden Röcheln erbrach sich eine Söldnerin in einen Eimer neben ihrem Bett, und Eliphas trat einen Schritt aus der Tür zurück, um den Gestank auszuweichen. Zwei Novizen hatten die Eimer in die Baracke gebracht und kümmerten sich jetzt um die Erkrankten. Bereits in der Nacht hatte er feststellen müssen, dass seine Leute nicht einfach nur betrunken waren. Es war unmöglich gewesen, sie aus ihren warmen Betten zu bekommen. Der eine, den er nach langen Anstrengungen endlich aufgeweckt hatte, konnte kaum sprechen und seine Augen rollten immer wieder in unterschiedlichen Richtungen in die Höhlen zurück, als er versuchte, sich auf Eliphas zu konzentrieren. Jetzt waren die Beutereiter zwar bei klarem Verstand und konnten ihnen von dem kleinen Gelage berichten, zu dem der Neue sie gestern Abend eingeladen hatte, aber sie litten so sehr unter Kopfschmerzen und Magenkrämpfen, dass sie sich kaum auf den Beinen halten konnten. Kopfschüttelnd wandte Eliphas sich zum Gehen und stieß fast mit einem alten Monarchen zusammen, der über den Klosterhof zur Baracke hinübergelaufen kam. Er trug einen großen Plastikkoffer bei sich und war sichtlich außer Atem. »Ich dachte, alle Beutereiter seien schwer erkrankt und könnten sich nicht rühren. Aber du siehst mir doch recht gesund aus, Bursche.« Er sah Eliphas misstrauisch an. »Ich mag es nicht gern, wenn man mich umsonst ruft.« »Ich bin der Kompteur«, herrschte Eliphas ihn an. »Meine Leute sind vergiftet worden. Sie sind in der Baracke.« »Vergiftet?« Der alte Monarch zog eine Augenbraue hoch. »Woher weißt du das so genau, Kompteur? Bist du auch Arzt?« Falls ja, hätte ich ja nicht zu kommen brauchen. Falls nein, gehe ich lieber meiner Arbeit nach. Ohne ein weiteres Wort betrat der Monarch den Schlafsaal der Rotte. Eliphas sah ihm kurz nach und stapfte dann mit düsterem Blick zum Südflügel hinüber, in dem seine Gemächer lagen. Was für eine Nacht! Doch es sollte noch besser kommen. Nach nur wenigen Schritten wurde er von einem Novizen angesprochen, der ihm entgegengelaufen kam. »Kompteur Eliphas, der ehrwürdige Abbildat wünscht, dich zu sprechen. Er erwartet dich in seinem Arbeitszimmer.« »Ich weiß, wo es liegt«, knurrte Eliphas den erschrockenen Jungen an und bog sofort in Richtung des Ostflügels ab, in dem die Räumlichkeiten des Ab untergebracht waren. Während Eliphas die Stufen zum Amtszimmer des Ab hinaufstieg, konnte er durch die schmalen Fenster des Treppenhauses erkennen, dass die Wolkendecke wieder dichter wurde. Welche Aufgabe Bildad auch immer für ihn hatte, wenn seine Leute wieder einsatzbereit waren, würde es sicher wieder wie aus Eimern schütten. Als Eliphas das Zimmer betrat, stand Abbildad hinter seinem Schreibtisch an einem Fenster und betrachtete etwas, das Eliphas nicht erkennen konnte. Er drehte sich nicht um, als der Kompteur den Raum betrat und ihn begrüßte. »Ihr wolltet mich sprechen, ehrwürdiger Ab?« »Setz dich, Eliphas!« Der Ab hielt inne, bis er sicher war, dass sein Besucher Platz genommen hatte. »Der Mann, der gestern als harmloser Reisender dieses Kloster betreten und sich bei dir als Beutereiter gemeldet hat, trug einen dunklen Ledermantel. Er hat längeres, strähniges, dunkles Haar und ist von sehniger Gestalt.
Er hat ein schmales, kantiges Gesicht und helle Augen. Stimmt diese Beschreibung, Kommentar? Eliphas nickte erstaunt und besann sich dann, dass der Abt seine Geste ja nicht sehen konnte. Das ist richtig. Mit einem triumphierenden Blick drehte Bildert sich um und warf einen Stapel kleiner Papierkärtchen vor sich auf den Schreibtisch. Eliphas bewegte sich vor und konnte auf die Kärtchen sehen und dort das Bild des Fremden erkennen. Jede Einzelheit, die der Abt beschrieben hatte, war haargenau abgebildet und alle Bilder sahen exakt gleich aus. Interessiert nahm der Kompteur eins der Bilder in die Hand und strich über die glatte Oberfläche. Kein Pinselstrich war zu spüren und das farblose Bild glänzte wie ein Spiegel. »Was ist das?«, fragte er neugierig. »Fotografien«, antwortete der Abt, nicht ohne Stolz. »Ein vorsintflutliches Verfahren, um Bilder herzustellen. Einer der Hüter, der Auserwählten, hat das Bild bei dem Überfall gestern Nacht gemacht.« »Gut, wir wissen also, dass es tatsächlich der Mann war, auf den alle Indizien hingewiesen haben. Aber was nützt das? Der Kerl ist über alle Berge.« »Steckbriefe«, antwortete der Abt und stützte sich mit beiden Händen über den Bildern auf den Schreibtisch. »Im Skriptorium sitzt zurzeit ein Dutzend Monarchen an den Schreibpulten und fertigt Steckbriefe an, die dann mit diesem Bild des Verbrechers vorsehen in alle Himmelsrichtungen geschickt werden.« »Ich verstehe. Das Bild zeigt nicht nur deutlicher als jede Zeichnung, wie der Entführer aussieht, es erregt auch mehr Aufsehen. Aber meint ihr nicht, abbildert, dass man euch wegen des Einsatzes einer Technik aus der Zeit vor der zweiten Flut kritisieren wird?« Der Abt wischte Eliphas Bedenken mit einer Handbewegung beiseite. »Natürlich wird es ein paar Zweifler geben, aber der Herr lässt uns nicht ohne Grund in den Klöstern das Wissen vergangener Zeit aufbewahren. Wir dürfen uns nicht scheuen, es auch einzusetzen, wenn die Situation es erfordert.« Eliphas nickte langsam. Der Abt sollte eigentlich nur zu gut wissen, welch gefährliches Spiel er da spielte. Aber das musste nicht seine Sorge sein. »Nun, ich bin froh, wenn der Entführer gefasst wird, denn er hat auch meiner Rotte übel mitgespielt. Meine Leute liegen alle vergiftet in ihrer Unterkunft und ich weiß nicht, wann sie wieder einsatzbereit sind.« Der Abt schüttelte unwillig den Kopf. »Auf ein paar Tage kommt es bei der Aufgabe nicht an, die ich für dich habe, Kompteur. Wenn deine Leute genesen sind, möchte ich, dass du mit den gefangenen Engel gen Norden ziehst und ihn in Trondheim seinem Orden übergibst. Dabei wirst du die Steckbriefe in allen Städten und Klöstern auf dem Weg verteilen.« Eliphas runzelte die Stirn. »Mit Verlaub, abbildert. Wir sind Beutereiter, keine Häftlingseskorte. Wäre es nicht Aufgabe der regulären Templer unter der Führung eines Amatura, den Engel nach Trondheim zu bringen?« Bildert schüttelte den Kopf. »Die derzeitigen Umstände erfordern es, dass ich alle zur Verfügung stehenden regulären Truppen hier zusammenhalte. Die Traumsaat ist im Moment eine unmittelbare Sorge als der Nachschub an Auserwählten. Ihr brecht auf, sobald deine Rotte wieder einsatzbereit ist. Der Herr sei mit dir.« Eliphas wusste, dass das Gespräch damit beendet war. Er nickte knapp und ging zur Tür. Als sein Blick auf das kleine Kreuz darüber fiel, musste er an den Moment während des Tribunals zurückdenken, an dem Bildert und seinen Besitzern das Blut aus den durchstochenen Handflächen geströmt war.
Der Gedanke jagte ihm einen Schauer über den Rücken. Kurz bevor er die Tür hinter sich zuzog, erklang hinter ihm noch einmal die Stimme des Abt. Ach, kommt her! Aus welchem Dorf hattet ihr den Jungen, der entführt worden ist? Das kann ich euch nicht sagen, Abt Bildert. Ich sehe auf jedem Beutelzug so viele Kinder. Der Bericht, der auch unsere Route enthält, liegt euch vor, antwortete Eliphas, ohne sich umzuwenden. Na dann, sagte der Abt, und Eliphas schloss erleichtert die Tür. Wittgenstein war bis zum Morgengrauen durchgeritten. Dann hatte er sein Pferd in eine verlassene Wellblechscheune am Rand einer Weide geführt, die der umgebende Wald langsam wieder zurückeroberte. Er hatte dieses Versteck bereits auf dem Hinweg nach Rodez ausfindig gemacht, weil er schon geahnt hatte, dass er das Kloster nicht unbehelligt verlassen würde. Im Dunkel der Scheune ließ er sich vom Pferd gleiten und hob Dominik dann mit letzter Kraft aus dem Sattel. »Ruh dich aus, Junge«, presste er mühsam hervor und versuchte, den Schmerz im linken Teil seines Schädels noch einmal zurückzudrängen. Doch Dominik war vollkommen erschöpft und hätte Wittgensteins Aufforderung nicht bedurft. Ohne ein weiteres Wort ließ er sich auf den kleinen Heuhaufen in einer Ecke der Scheune fallen und schlief trotz des Regens, der laut auf das Blechdach trommelte, sofort ein. Wittgenstein ließ sich ebenfalls nieder und betastete im Dunkeln vorsichtig seine linke Gesichtshälfte. Seine ganze Wange war mit geronnenem Blut überzogen und fühlte sich heiß und geschwollen an. Als er zaghaft sein Lid berührte, merkte er, dass es schlaff über der Augenhöhle hing. Der Monarch musste ihm mindestens ein Stück seines Auges mit seinem Skalpell ausgeschlagen haben. Jedenfalls musste er die Wunde dringend reinigen und behandeln. Die feuchtwarme Witterung des Sommers in dieser Gegend ließ jede Wunde schnell eitern und konnte leicht zu Wundbrand führen. Wittgenstein wusste, dass er sich etwas vormachte, wenn er glaubte, die Verletzung allein kurieren zu können. Er brauchte Hilfe. Aber wer würde ihm helfen, verletzt wie er war, mit einem entführten Auserwählten auf der Flucht vor den Herrschern der Kirche? Erst einmal brauchte er Ruhe. Bevor er sich hinlegte und versuchte, trotz der Schmerzen etwas Schlaf zu finden, holte er noch einmal seine Pistole hervor und lud sie mit ein paar Patronen aus seiner Tasche nach. Er hatte 4 Schuss abgegeben, in der Waffe waren jetzt noch 4 weitere und er hatte noch 20 in der Tasche gehabt. Das hieß, ihm blieben noch 24 Schuss. Danach waren die Waffen nutzlos, da Wittgenstein niemanden kannte, der für solche Waffen noch Munition herstellen konnte. Er seufzte leise und drehte sich auf die Seite. Abt Bildert entließ den Boten des Amatura mit einem Nicken. Weder die Engel noch die Templer hatten den flüchtigen Entführer bisher aufgespürt. Aber das kümmerte ihn nicht. Im Gegenteil, es würde ihm nützen. Sein Plan erforderte es geradezu, dass alle herkömmlichen Maßnahmen versagten. Schon lange hatte er sich um eine Liberalisierung der Technikgesetze der angelitischen Kirche bemüht. In den letzten Jahren hatte er in 10 Verhandlungen mit verschiedenen Komitees in Eterna versucht, für die Klöster mehr Freiheiten beim Einsatz der von ihnen bewahrten Technologie zu erringen. Bislang mit wenig Erfolg. Sein kühner Vorstoß mit den Fotografien auf den Steckbriefen mochte helfen, die blinden Starrköpfe aus Eterna zu überzeugen. Sollte ihm dies gelingen, so wäre das ein großer Sieg für ihn und für die Loge, und sein Ansehen bei seinen Logenbrüdern würde noch weiter wachsen. Wenn alles nach Plan verlief, brauchte er keinen Gedanken mehr an den störrischen Engel zu verschwenden. Mochte er auf der weiten Reise nach Trondheim ruhig der Traumsaat zum Opfer fallen. Wenn die Kirche sich endlich aller technischen Mittel bediente, die ihr zur Verfügung stünden, würden die Legionen des Herrn der Fliegen nicht mehr lange bestehen können. Als Wittgenstein aus seinem unruhigen Schlaf erwachte, stellte er fest, dass Dominik bereits wach war und ihn anstarrte. Als er sich aufsetzte, sah der Junge schnell weg. Seine Verletzung blutete jetzt nicht mehr, aber sein geschwollenes Lid war vollkommen mit Schorf verkrustet. Durch den dumpfen Schmerz konnte er spüren, dass sich dahinter ein Hohlraum befand.
Ich brauche einen Arzt, sagte er mehr zu sich selbst, als an Dominik gewandt und richtete sich langsam auf. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Ich muss jemanden finden, der mir helfen kann, bevor die Templer uns erwischen. Hast du Hunger? Dominik nickte und Wittgenstein warf ihm einen Reisfladen aus seiner Satteltasche zu. Die erste Ortschaft erreichten sie nach etwa einer Stunde. Es regnete stark und so fiel es nicht auf, dass sowohl Wittgenstein als auch Dominik die Kapuzen tief ins Gesicht gezogen hatten. Wittgenstein hatte dem Jungen seinen Reitmantel umgelegt, damit er dem Regen nicht vollkommen schutzlos ausgeliefert war. Außerdem war es zu auffällig, wenn Dominiks weißes Nachthemd schon von weitem zu sehen war. Der Söldner stellte fest, dass ihm in diesem Weiler niemand helfen konnte. Man wies ihn aber den Weg zu einem Apotheker in Bosul. Und so verließen sie das Dörfchen schon bald wieder in Richtung Nordosten. Der Apotheker war ein stiller junger Mann. Er war erst vor kurzem von seinem Laienjahr im Kloster Rodest zurückgekehrt und hatte die Apotheke von seinem Vater übernommen. Als Wittgenstein die Kapuze zurückschlug, wich alle Farbe aus dem Gesicht des jungen Apothekers, aber er setzte ohne zu zögern einen Kessel Wasser auf und holte ein altes Operationsbesteck aus einer Schublade hervor. Der Anblick der Sonden und Skalpelle wiederum ließ Wittgenstein erbleichen, doch er war schon froh, dass der Mann bereit war, ihm ohne viele Fragen zu helfen. Der Apotheker führte Wittgenstein in ein Hinterzimmer und wies auf eine gepolsterte Kunststoffliege. »Leg dich dahin. Ich werde den Schmutz und das tote Gewebe aus deiner Augenhöhle entfernen, dann alles desinfizieren und dich verbinden. Das Ganze wird sicher schmerzhaft, aber ich kann dir etwas geben, das dich einschlafen lässt. Ich habe nicht viel Zeit. Dann werde ich versuchen, dein Gesicht etwas zu betäuben, aber ich weiß nicht, wie gut es wirkt.« Wittgenstein nickte mit zusammengepressten Lippen. Der junge Apotheker sprühte eine brennende Substanz auf Wittgensteins Gesicht und holte dann eine große, glänzende Spritze hervor. Schon anderthalb Stunden später waren sie wieder unterwegs. Wittgenstein trug jetzt eine dicke Kompresse über der linken Augenhöhle, die von einem breiten Verband um den Kopf gehalten wurde. Der Apotheker aus Boluz hatte gute Arbeit geleistet und er hatte ihn entsprechend bezahlt. Wittgenstein hatte sich jedoch nicht überreden lassen, sich nach der Operation länger als eine Stunde auszuruhen. Obwohl er sich noch etwas wackelig auf den Beinen gefühlt hatte, war er mit Dominik, der immer noch nur seinen Mantel über dem Nachthemd trug, schon nach kurzer Rast wieder aufgebrochen. Auch wenn der Abstecher nach Boluz sie einen Tag gekostet hatte, konnte er ihnen vielleicht helfen, ihre Verfolger auf eine falsche Fährte zu locken. Als sie den Ort verließen, hatte Wittgenstein die Richtung beibehalten, in der sie schon zuvor unterwegs gewesen waren. Und erst eine Stunde später nutzte er eine Wegkreuzung, um wieder in Richtung Valenkas abzubiegen. Sie erreichten Dominiks Heimatdorf nach einer Woche. Wittgenstein hatte gut darauf geachtet, ihre Spuren zu verwischen und möglichst wenig aufzufallen. Zweimal war er nachts in einem Bauernhof eingebrochen, um etwas Essen zu stehlen. Er hatte zwar noch mehr als genug Geld bei sich, hat aber nicht riskieren wollen, dass sein Einkauf die Verfolger wieder auf ihre Fährte führte. Deshalb zögerte er auch, als er in einem der Bauernhöfe ein paar Kleidungsstücke entdeckt hatte, die Dominik hätte passen können. Schließlich hatte er die Sachen dann doch zusammen mit einem Haufen anderer Klamotten in einen Sack gestopft, so würde es nicht auffallen, dass es ihm nur speziell um die Kindersachen gegangen war. Eigentlich hoffte Wittgenstein, dass sie trotz der Dreistigkeit seiner Tat nicht allzu lange gesucht werden würden. Der Krieg mit der Traumsaat im französischen Zentralmassiv sollte die ganze Aufmerksamkeit der kirchlichen Truppen in dieser Gegend erfordern, so dass ihre Flucht gelingen könnte. Als er mit Dominik den schmalen Pfad nach Valenkas hinunterritt, war seine größte Sorge, dass die Beutereiter vor ihm im Dorf eingetroffen sein könnten und ihn dort erwarteten. Er wusste nicht, ob über die genaue Herkunft der Kinder Buch geführt wurde und hatte schon mehrfach die Tatsache verflucht, dass er einem der Monarchen gegenüber den Namen Valenkas erwähnt hatte.
Aber bei seiner vorsichtigen Annäherung an das Dorf konnte er keine Anzeichen von Beutereitern ausmachen. Trotzdem wartete er bis zum Einbruch der Dunkelheit am Waldrand, bis er Dominik zu seinem Elternhaus zurücklaufen ließ. Misstrauisch folgte er den Jungen mit einigem Abstand. Doch auch als dieser an die Tür des einfachen Hauses klopfte, kamen keine Söldner daraus hervor, sondern nur eine ungläubige, überglückliche Irene, die ihren Sohn jubelnd in die Arme schloss. Nachdem Wittgenstein sich die Wiedersehensfreude einen Moment von seinem Versteck in den Schatten eines anderen Hauses angesehen hatte, führte er sein Pferd am Zügel zu Irenes Eingangstür. Jetzt trat auch eine ältere Frau aus der Tür, um den Jungen zu begrüßen. Als sie ihn bemerkte, fasste sie Irene an der Schulter und zeigte auf ihn. Die junge Frau richtete sich auf und kam zu ihm herüber. Er konnte sehen, dass sie Tränen in ihren Augen hatten. Sie wollte ihm schon überschwänglich die Hand schütteln, als sie den Verband um seinen Kopf bemerkte und erschrocken innehielt. »Das Pferd muss in den Stall«, sagte Wittgenstein knapp, »und dann würde ich gern hineingehen.« Sie nickte und wies auf die Tür. Dann ergriff sie die Zügel seines Apfelschimmels. »Danke«, war alles, was sie herausbrachte, als sich ihre Blicke trafen. Wittgenstein ließ sich von der Alten, die sich als Irenes Mutter vorstellte, hereinbitten und setzte sich schweigend an den Tisch in der Stube. Einige Augenblicke später betrat Irene wieder das Haus und setzte sich zu ihm. »Ich danke dir von ganzem Herzen«, sagte sie mit zitternder Stimme. Mit einem Blick auf Dominik fuhr sie fort. »Du hast mir meinen Sohn zurückgebracht. Ich stehe tief in deiner Schuld. Dein Auge. Hast du das bei der Befreiung verloren?« Wittgenstein nickte und griff nach dem Tonbecher mit dem Reiswein, den Irenes Mutter ihm hingestellt hatte. »Ein Monarch, der deinen Sohn bewachte, hat es mir ausgestochen. Dein Auftrag ist mich teuer zu stehen gekommen. Ich hoffe, du kannst mich bezahlen.« Irene nickte. »Das Geld ist hier. Außerdem ist meine Mutter eine gute Heilkundige. Sie kann deinen Verband wechseln und nach deiner Wunde sehen, nicht wahr, Mutter?« Die Alte trat wieder an den Tisch und setzte Wittgenstein eine große Schale dampfender, heißer Fischsuppe vor. Sie maß ihn mit einem kurzen Blick und nickte dann knapp. »Ich möchte lieber nicht allzu lange hier bleiben«, antwortete Wittgenstein, ohne das Essen anzurühren. »Ihr solltet euch auch überlegen, fortzugehen. Die Kirche hat es gar nicht gern, wenn man sich ihr widersetzt, und es kann gut sein, dass schon morgen die Beutereiter erneut in Valenkas einfallen, um den Jungen zu holen, und sie werden sicher nicht zimperlich sein. Also gibst du mir am besten mein Geld und wir alle verschwinden hier, so schnell es geht.« Irene sah ihn betroffen an. »Wir sollen Valenkas verlassen?« Wittgenstein zuckte mit den Achseln und nahm noch einen Schluck aus dem Tonbecher. »Bezahl mich, und mir ist egal, was ihr tut.« Irene lehnte sich zurück und sah ihn fest an. »Wo ist Hiob?« fragte sie herausfordernd. »Wahrscheinlich auf dem Weg nach Trondheim, wo der Himmel der Ragoeliten steht. Dort wird man ihm endgültig den Prozess machen.« »Sie haben ihn gefangen genommen?« fragte Irene bestürzt. Offensichtlich war er dumm genug, in die Hände der Beutereiter zu geraten. »Er wollte mich befreien«, meldete sich jetzt Dominik zu Wort. »Dabei hat er einem Mädchen das Leben gerettet. Dann hat er einen Söldner getötet und dann hat er sich von den Beutereitern zum Himmel bringen lassen. Und am Schluss hat er uns alle vor dem bösen Traumsaat gerettet«, sprudelte es aus dem Mund des Jungen hervor. Er hatte die Fischsuppe beiseite geschoben, die seine Großmutter ihm aufgefüllt hatte, und war zu Irene hierübergelaufen. Sie strich ihm über das Haar und lächelte. »Das musst du mir noch einmal genauer erzählen.
Der Engel hat einen Beutereiter getötet, dachte Wittgenstein. Immerhin. Vielleicht war er dumm, aber zumindest nicht unsympathisch. Trotzdem, Geschäft war Geschäft. Es war nie die Rede davon, dass ich zwei Gefangene befreien muss. Ich habe herausgefunden, wo der Engel steckt, ich habe dir deinen Sohn zurückgebracht und ich habe mein linkes Auge dabei verloren. Und jetzt bist du an der Reihe, mich zu bezahlen. Ich werde dir alles bezahlen, aber nur, wenn du mir versprichst, dass du auch Hiob befreist. Ich werde dir das ganze Geld jetzt geben und nicht verlangen, dass du ihn persönlich zurückbringst. Nur sorge dafür, dass er freikommt. Irene sah ihn flehentlich an. Wittgenstein erwiderte ihren Blick einen Moment lang schweigend. Dann antwortete er: Nur, wenn du den Preis verdoppelst. Verzweifelt schüttelte sie den Kopf. So viel Geld habe ich nicht. Besonders wenn wir von hier weg müssen, weiß ich kaum, wovon wir leben sollen, wenn ich dir auch nur den vereinbarten Preis bezahle. Nachdenklich aß Wittgenstein einen Löffel der Fischsuppe. Sie war sehr gut. Als er seine Schale geleert hatte, schob er sie vor sich und brach das angespannte Schweigen. Nun gut. Ihr gebt mir Vorräte und ich werde heute hier übernachten. Deine Mutter kann sich um meine Wunde kümmern. Sollte der Engel tot sein, werde ich versuchen, euch eine Nachricht zukommen zu lassen. Und gebt mir noch etwas Suppe. Als Wittgenstein nach dem Essen mit einem frischen Verband in dem großen Bett lag, das Irene für ihn geräumt hatte, war er recht zufrieden. Er hatte das ganze Geld bekommen und würde sich morgen in aller Frühe aus dem Staub machen. Diese Fischerin hatte keine Möglichkeit, ihn zu verfolgen oder irgendwie zu kontrollieren, was er unternahm. Andererseits hatte dieser Hiob einen Beutereiter getötet, mit bloßer Hand, wie Dominik erzählt hatte, und Wittgenstein war begierig darauf, ihn kennenzulernen. Aber das konnte er sich noch überlegen, wenn er erst einmal wieder unterwegs war.